Vom 6. bis 8. April 2018 fand nun bereits zum 10. Mal das Dresdner Dampflok-Treffen statt. Mit einem Sonderzug anlässlich des VVO-Entdeckertags war auch die Stangen-E-Lok E7710, liebevoll auch Elli genannt, mit einem Sonderzug um Dresden unterwegs. Widmen wir uns nun den Hauptakteuren eines Dampflok-Treffens. 03:21:55 ist mit einem Schnellzug auf dem Weg nach Berlin. Samstag. Wir befinden uns an der Tharandter Rampe. 52:81:54 des Eisenbahnmuseums Leipzig macht eine Rundfahrt über die Zellwaldbahn nach Nossen. Für sie war es die erste öffentliche Sonderfahrt nach einem längeren Aufenthalt im Meininger Dampflokwerk. In Radebeul-Ost, dem Startbahnhof der Lößnitz-Grundbahn, erwarten wir 52:80:79 mit dem Sonderzug des Lausitzer Dampflokclubs aus Cottbus. Thank you.
In Meißen begegnet uns 52 81 54 erneut. Sie überquert gerade die Elbe und wird bald Dresden erreichen. Bleiben wir in Meißen. Einige Zeit später begegnen uns 50 36 48 und 52 81 31 mit einem weiteren Sonderzug nach Nossen. Bei der Überquerung der Freiberger Mulde begegnet uns der Zug erneut. Nach 40-minütigen Halt wird Nossen über die Zellwaldbahn verlassen.
begleiten wir den Zug etwas auf seiner Fahrt nach Freiberg. Als letzten Sonderzug des Tages sehen wir 35/10/97 mit dem Cottbuser Zug bei Kossebaude. Am nächsten Morgen befinden wir uns am bekannten Felsenkeller und beobachten zunächst 50/36/48 mit einem Güterzug Richtung Tharandt.
Im Blockabstand folgen nun 44, 14, 86 und 52, 81, 31. Bei Dorfhain beobachten wir nun ein wahrhaftiges Spektakel. 44, 14, 86, 52, 81, 31 und 50, 36, 48 erklimmen parallel die Taranta-Rampe.